Ja, gehen wir mal rum, gucken wir uns noch ein paar Sachen an hier an dem Wagen. Schön, schöner Mustang, 66. Hier die Scharniere haben immer die Problematik bei den amerikanischen Autos, dass die so ein bisschen Spiel haben. Müssen wir noch mal ran, machen wir aber im nächsten Winter, dass wir die Haube, Zubehör, Kotflügel irgendwann mal kommen, da müssen wir mal noch mal ran. Ja, vorne Scheibenbremse, da haben wir jetzt im Frühjahr oder letzten Herbst, ich weiß gar nicht genau, ich glaube letzten Herbst haben wir ein kleines Update gemacht, EBC-Bremsscheiben, die gelochten und geschlitzten und die Yellowstuff-Beläge, die gelben, um einfach mal ein bisschen mehr Griffigkeit auf der Vorderachse zu haben, weil mit den Reifen und der breiten Bereifung und mit dem Fahrwerk kann man ruhig mal auch ein bisschen Biss auf der Bremse haben. Und da wir ja hier nicht auf der Rennstrecke oder der Kunde nicht auf der Rennstrecke fährt, sondern einfach nur hier zum Cruisen den hat, kann eine gute Bremse, die auch mal ein bisschen zupackt, nicht schaden. Ja, eine elektrische Antenne hat er. Wir haben, wir können ja mal hier drin gucken, wir haben die Kopfschützen nachgerüstet. Ich glaube vor einem Jahr. Original hat er eigentlich keine Kopfschützen. Dem Kunden war es aber auch wichtig, im Alltag den Wagen zu benutzen. Er fährt auch mit den Kindern, fährt damit auch zum Sport. Also benutzt diesen Wagen, also wirklich. Der Mustang wird echt eingesetzt. Der wird echt bewegt. Und deswegen als so also kleines Upgrade diese Kopfschützen. Da haben wir die Sitzbezüge abgezogen, haben den ganzen Bezug runtergenommen und haben dann im Prinzip hier eine Verstärkung drin. Hier ist ein Hilfsrahmen drin, der ist hier drin festgeschraubt und verschweißt, sodass die Kopfstützen auch wirklich eine Funktion haben. Also man kann die auch Höhen verstellen hier, ja. Man kann die kippen, ein bisschen, um da ein bisschen komfortabler zu haben. Und die sind auch wirklich fest hier drin, ja. So, was haben wir noch gemacht? Im Innenraum, wenn wir schon im Innenraum sind, komm, wir gehen mal rum. Wir gehen mal rum auf die. Im Innenraum, was gibt es hier zu sagen? Dieser Schalter hier, der ist hier eigentlich im Mustang nicht zu finden normalerweise. Die Klimaanlage ist mal nachgerüstet worden. Radio mit USB und iPhone-Steuerung, ja klar, okay, haben viele, ist nicht neu, kennt man schon. Ist einfach im Alltag einfach iPhone ran, ins Handschuhfach, USB, man kann laden, man kann seine Musik hören, einfach praktikabel die ganze Sache. Was wir aber gemacht haben zum Thema Fenster. Fensterheber sind ja normalerweise hier die Kurbeln, guck mal, du siehst da drüben die Kurbeln bei dir, Beifahrertür, auch hier hinten die Kurbeln auf der Rückbank. Der Mustang hat ja normalerweise nur Fensterkurbeln, gerade hier in dem Baujahr 1966. Der Kunde wollte aber eigentlich gerne elektrische Fenster haben. So dass wir gesagt haben, okay, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, ohne dass man hier diese Kurbeln abbaut und dann nachher eine Rosette hier hat, wie man es ja oft sieht bei Youngtimern, Oldtimern. Bei Youngtimern, Oldtimern hast du hier so eine Kurbel, also eine Rosette, Kurbel ab und dann eine Rosette und dann hier irgendwo ein hässlicher Plastikschalter oder so ein moderner Schalter. Wir haben hier so eine Mikroschalter verbaut, ist ein komplettes Kit für diesen Wagen. Hier gibt es für Coupé, für Fastback und so weiter, mit Motor und allem drum und dran. Genauso hinten, hier, guck mal hier, tippst einfach nur die Kurbel an, die Originale, nach oben und nach unten und das Fenster bewegt sich. Wa? So, und damit man das auch zentral machen kann, hier alles, haben wir hier im Prinzip diese Schalter hier verbaut in der Mitte. So kann der Fahrer hier einfach, wenn da hinten kommt er ja nicht ran während der Fahrt oder irgendjemand hat vergessen, ein Fenster zuzumachen oder es wird zu kalt, dann kann er hier von der Mitte aus alle seine Fenster bedienen. Links wie rechts. Deswegen hier diese Schalterleiste hier, guck mal hier. Zeig mal diese Schalterleiste hier, diese Viererschalter, die sind, ich glaube, so ein bisschen erinnern die mich an Ford Galaxy aus den 60ern, Ende der 60er oder auch T-Bird, Thunderbird, ich weiß es nicht genau, aber so ein bisschen in dem Block, so ein Ford, irgendein Ford, bin ich der Meinung, gibt es mit diesen vier Schaltern hier. Ja, so wie zum Thema Innenraum. Da unten die Kickpanels hier mit den Lautsprechern, ja. Dreigang Automatik C4, nicht Vierer, sondern Dreigang. C4 heißt das Getriebe, ist für die kleinen Motoren bei Ford. Die C6 Automatikgetriebe sind für die Big Block, also für die großen Motoren, für die großen V8. Ab 93, glaube ich, ist dann C6, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ab 93 Kubikinch ist dann C6 verbaut. Bei den kleineren C4. Ja. Handschuhfach, hier drüben, Warmweganlage original hier drin, USB-Stecker drin. Ja, ansonsten im Innenraum eigentlich alles so. Haben wir nicht schon einen kleinen Bildschirm? Ein Bildschirm haben wir noch, ja, warte mal, ein Bildschirm, ja, zum Fernsehen gucken. Zum Fernsehen. Aber hat jetzt nicht so viel mit dem Innenraum zu tun. Gut, er hat hier auch noch ein paar. Er hat hier auch noch ein paar Sachen so bei. Ja, da haben wir hier den 289, ja, der hat ja normalerweise originalen Vergaser. Da ist ein Autoleitvergaser drauf, ein kleiner. Und wir haben die ganze Sache umgerüstet auf Einspritzanlage. Also so, dass man hier einfach mit einer Lambda-Sonne arbeitet und im Prinzip einen problemlosen Motorstart hat. So, der 289er zum Riemen erweckt,
mit der Sniper, Einschussanlage, normalerweise wie gesagt hier ein Vergaser drauf, jetzt Einschussanlage gesteuert über Temperatur, Kühlmitteltemperatur und Landersonde. Hier noch ein paar kleine Gimmick. Du kannst ja bei so Mustang normalerweise immer die Haube aufmachen. Die haben ja keine Haubenschlösser, die Dinger, aber. Man kann die Haube im Prinzip bei jedem Mustang hier unten reinfassen und einfach öffnen, normalerweise. Weil du hast keinen Haubenzug, keinen Öffner, kein gar nichts. Also kann jeder, der eine neue Batterie braucht oder einen Luftfilter für Mustang oder was auch immer hier benutzen kann, rein. Deswegen haben wir hier diese beiden Schlösser angebaut. Die sind abschließbar aus Aluminium, Edelstahl, in Einsatz und Aluminiumrand. Und damit kann man so eine Mustanghaube verschließen. Hat so ein bisschen sportlichen Look. Der eine sagt cool, der andere sagt, ich möchte einen Original-Look haben. Wir haben es gemacht, einfach um Sicherheit zu haben. So, ja, und da sind wir schon beim 289er. Man sieht eigentlich nicht viel optisch jetzt von der Einschussanlage. Die Einschussanlage ist eigentlich ganz, ganz gut verbaut unter dem Original-Luftfilter. Wir haben das so ein bisschen angepasst, dass wir den Original-Luftfilter beibehalten können. Wir haben den Kunden mal letztes Jahr einen neuen Kühler verbaut, einen dreireihigen Alu-Kühler, einfach um mehr dem Stadtverkehr hier in Berlin gerecht zu werden. Weil wenn du hier bei 30 Grad im Sommer irgendwo stehst an der Ampel, das Ding kocht über. Wir haben auch einen Ausgleichsbehälter hier nochmal verbaut. Klimaanlage hat da drin. Eine große Lichtmaschine mit ordentlich Power. Eine Gierbatterie. Zweikreisbremse mit einem Bremskörperverstärker, passend zur vorderen Scheibenbremse. Ansonsten, ja, ansonsten gibt es hier nichts zu sagen. Ganz normaler 289er Smallblock. So wie er 66 gebaut wurde. Stahlblock, normale Krümmer dran. Eine Edelstahl-Abgasanlage haben wir gebaut. Vielleicht können wir da mal ein paar Bilder reinblenden. Da haben wir ja bestimmt ein paar, die wir gemacht haben. Eine zweiflutige, komplett 2,5 Zoll bis hinten durch mit zwei Dämpfern. Und kleine Spezialität hier an dem Wagen gibt es noch. Der kann auch lauter. Der kann auch lauter. Ja, guck mal, es geht auch schon hier im Stand. Bei den kurzen Stehen hier und ein bisschen laufen lassen, wir haben jetzt hier so heute 20 Grad oder ein bisschen drüber, glaube ich, geht der Elektrolüfter an. Elektrolüfter haben wir zusätzlich verbaut, den Viskolüfter ab. Guck mal, hier von hier oben siehst du, wenn du von hier reinfilmst. Man hört ihn, glaube ich, auch, wie er läuft. Der Elektrolüfter als Zusatz einfach mal. Hier haben wir einen Thermostat drin und der Lüfter, den kann man noch einstellen, genau den Einschaltpunkt und den Öffnungspunkt. Und dann läuft der Lüfter halt an, wenn man im Stau steht oder an der Ampel steht. Ja, wenn man hier raufdrückt, wird es ein bisschen kerniger oder wieder leise. Hört man den Unterschied? Guck mal, du kannst ja mal hier, bleib mal hier so, ja genau. Immer noch eine Kleinigkeit verbaut, die vielleicht ganz interessant ist. Thema Wegfahrsperre, also Thema Zündverteiler, Thema Sicherheit. So ein Auto, die Autos werden ja meistens überhaupt, wenn sie entwendet werden, wenn jemand sowas haben will, dann klauen sie ja so einen Mustang oder überhaupt einen Oldtimer auf irgendwelchen Messen, Ausstellungen, meistens auf irgendwelchen Oldtimer-Shows, wo die Leute alle unter sich sind, wo man denkt, hier ist man sicher, hier ist alles okay. Da werden die meisten Oldtimer, glaube ich, geklaut überhaupt. Und es gibt eine kleine, coole Sache von der Firma 123 Eglischen, die haben wir hier verbaut. Zündverteiler, wir haben sowieso auf elektronischen Zündverteiler umgerüstet, also ohne Unterbrecherkontakt. Und elektronische Zündung verbaut und in dem Zuge gleich eingenommen mit Bluetooth und damit kann man sich verbinden. Da gibt es eine App fürs iPhone oder fürs Android-Handy und dann kann man den Verteiler verbinden mit seinem Handy und kann dann, mach mal aus, ist ein bisschen laut, wa? Ja. Die ganze Zeit hier. Da muss ich hier nicht so brüllen. So, Lüfter läuft jetzt noch nach. Die können ja mal kurz hören. Ganz cool. Motor ist aus. Lüfter läuft jetzt noch nach. Stauwärme hier, wa? Wenn man steht, der läuft jetzt noch einen Moment nach und geht dann ganz alleine aus. Ja, wie gesagt, Zündverteiler, 1, 2, 3 Ignition mit Bluetooth. Also da haben wir eine App auf dem Handy. Ich habe jetzt mein Handy nicht in der Tasche, liegt drin. Aber der Kunde hat es natürlich auch und der hat dann einen Code und kann mit seinem Handy diesen Zündverteiler abschalten. Das heißt also, man kann mit einem Code, mit einem vierstelligen PIN, wie eine Geheimzahl bei einer Kreditkarte oder bei einer EC-Karte, kann man den Wagen stilllegen. Das heißt also, wenn jemand den Kohl schießen will oder überbrücken will, hier vorne am Magnetschalter oder unten am Zündschloss, die Tür aufmacht, da rein will, wegfahren will, kriegt er den nicht an, weil der Zündverteiler nicht einen Funken rausgibt. Also der Wagen würde so nicht anspringen. Es sei denn, man hat einen anderen Verteiler bei oder irgendwas, also einen ganzen Werkzeugkoffer bei. Wenn man aber den dabei hat, dann kann man gleich mit dem Abschleppwagen kommen und den mit dem Kran mitnehmen. Aber so für die kleinen Gelegenheiten ist es schon eine coole Nummer. Wegfahrsperre in einem 66er Mustang. Elektronisch per App im Handy. Gibt es wahrscheinlich nicht so viele. Haben wir jetzt auch im Käfer verbaut schon, wa?
Käfer Ovali, im Ovali-Käfer haben wir verbaut und ich glaube, noch irgendein drittes Auto hat auch schon bekommen. Also coole Nummer, wollen immer mehr haben und macht eigentlich auch Sinn. War einfach zu, in der Handhabung. Das war's eigentlich. So, und zumachen, die Schlösser zumachen, da sind so eine Pins, so eine Knöpfe oben, einfach zudrücken wie original und dann kommen die wieder raus und dann ist hier zu. Dann ist hier Feierabend. Jetzt kann man die abschließen und dann ist die Haube verriegelt. Ja, was haben wir alles noch? Das können wir noch zeigen. Eigentlich sind wir jetzt eigentlich schon rum, wa? Unterboden haben wir gemacht, da können wir mal ein paar Bilder einblenden, eigentlich ganz cool. Den haben wir gestrahlt, den Unterboden haben wir komplett eisgestrahlt. Der war zerlegt, also wir hatten den auf der Bühne hier bei uns, da gibt es ein paar coole Bilder, die können wir ja mal einblenden. Wir haben den eisgestrahlt, also Achsen raus, wa? Vorderachse, Hinterachse, Tank raus, Abgasanlage wieder raus, Kardanwelle raus, Stoßdämpfer raus, Gummis raus, alles was da unten am Unterboden sich befindet, auseinandergebaut oder abgebaut. Dann eisgestrahlt, den ganzen Unterboden, also da war so ein Teer drauf. Ihr kennt bestimmt so ein Teroson, Bitumen, Gelumpe, schwarze, klebrige Zeug. Egal, was du anfasst am Unterboden, egal, wo du dran schraubst oder was machst, du hast immer schwarze Hände und klebst immer irgendwo fest. Dementsprechend klebt natürlich auch der ganze Dreck der Straße da fest. Staub, Krümel, Gräser, Steinchen, alles klebt am Unterboden. Sah also gar nicht so schön aus. Wir haben den dann eisgestrahlt und dann mit Epoxy 2K EP Primer grundiert und dann in Steingrau 2K Lack ist ein Industrielack, den wir da verwenden, der auch für Achsen und für Chassis verwendbar ist. Ein Zwei-Komponenten-Lack in Steingrau. Kommst du hier rein ins Rathaus so ein bisschen? Ja, ja. Ich glaube, dann kann man so. Oder hier von hier unten, guck mal, von hier hinten. Ja, eigentlich und eigentlich war nur angedacht, den Unterboden zu machen, jetzt im Frühjahr. Also wir haben ja jetzt. Ist ja Mai und wir hatten eigentlich vor, im Frühjahr nur Unterboden zu machen vor der Saison, damit er dann pünktlich in die Saison starten kann, wenn das Wetter schön wird, losfahren kann. Und als wir dann aber hier ein paar Sachen gestrahlt oder vom Strahlen wieder kamen, dann kamen noch ein paar Sachen zutage, zum Beispiel hier die Radläufe innen und außen, das innere Radhaus, Außenteil und das äußere, der Radlauf hier in dem Bereich. Hatten überall Blasen, waren überall verrostet, waren schon gespachtelt mehrmals. Der war auch schon, ist bestimmt schon 4-5 Mal lackiert worden. Also ist so ein Mustang, der noch einen ersten Lack hat, den findet man heute ganz, ganz selten noch. Und dementsprechend haben wir da noch ein paar Schweißarbeiten gemacht auf beiden Seiten. Beide Radhäuser im Prinzip neu, innen und außen. Bodenblech unterm Fahrersitz ist noch neu gekommen, da waren noch ein paar Rostlöcher unten an der Verschraubung. Hat man dann halt beim Strahlen gesehen, weil wenn du diese Bitumen runterstrahlst, dann siehst du erstmal das ganze Ausmaß und stellst erstmal fest, was da wirklich los ist, weil du siehst ja nichts. Du hast ja alles voll zugeschmiert, die ganzen Ecken werden mit dem Pinsel zugeschmiert und du siehst nichts. Und deswegen alles runter. Wie gesagt, ein paar Schweißarbeiten, dadurch die ganze Arbeit ein bisschen länger als gedacht, weil eigentlich wollten wir nur strahlen und lackieren. Und dann kamen auch noch die ganzen Schweißarbeiten dazu. Die Endspitzen hier haben wir neu gemacht, hier unten. Die sind neu, innen und außen, Kofferraum N. Diese typischen Schwachstellen vom Mustang eigentlich, die ja immer so sind, die haben wir jetzt hier gleich mit erledigt. Und in dem Zuge dann lackiert, einmal neu hier hinten rum komplett lackiert. Und weiß nicht, guck mal, du kannst ja mal hier runterkommen. Kann ja mal hier unten gucken, Hinterachse. Dann kann er mal hier das Ding nehmen. Hinterachse und Tank in dem Zug sind mit lackiert worden. Ja, ich weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann. Aber ich glaube schon so ein bisschen, wa? Da die zweiflutige, die Abgasanlage, die Edelstahldämpfer, da ist die Benzinpumpe mit zwei Filtern. Ja, Dämpfer hatten wir schon mal neu gemacht. Kann man, glaube ich, erkennen. Ansonsten auf den Bildern, wa? Wir haben hier noch, die wir sehen, Hinterachse gleich mitlackiert und Vorderachse lackiert und so ein paar Neuteile dran, ein paar Gummis erneuert und ersetzt. Und somit ist er jetzt wieder fertig für die Saison. Wir hatten hier schon mal Schweißarbeiten, wa? Am Dach. Das ist der Beginn, glaube ich. Da war so mit der erste Job hier vor 4 Jahren, glaube ich, als er zu uns kam als Kunde hier zum ersten Mal. Da hatten wir auch so eine typische Schwachstelle, so ein Problem hier bei Mustang, gerade bei den frühen. Ja. Die ersten 10 Jahre sozusagen, die Mustangs haben hier dieses Problem, dass die immer hier an der Dachreling, an der Dachrinne rosten. Diese Autos, die alten, die Oldtimer, haben ja hier noch eine Dachrinne. Die ist ja hier praktisch so richtig, dass das Wasser ablaufen kann vom Dach. Und hier bleibt das Wasser stehen, in der Ecke sind zwei Bleche, eins kommt von unten, eins von oben und ist zusammen mit der Punktschweißstange zusammengetackert hier. Und in dem Bereich gammeln die unheimlich gerne. Also da haben wir schon 3 Mustangs, mindestens 4, vielleicht 4, ja. Haben wir schon gemacht. Man sieht hier oben, guck mal, die Schweißpunkte hier. Kriegst du die hier rauf? Die kleinen von unserer Zange? Ja. Die sind von unserer Schweißpunktzange. Und dieses Blech hier, dieser Streifen hier, der ist neu. Bis hier vorne hin, bis hier runter. Und das Innenteil ist auch neu. Also das haben wir mal, da fing es an eigentlich vor 3-4 Jahren, glaube ich. War der erste Job. Klimaanlage, glaube ich, hat er gehabt, war als allererstes. Und diese Rostproblem hier oben. Da haben wir Dach lackieren. Aber wie gesagt, vor 3-4 Jahren.
Ja, ansonsten, wie gesagt, ein paar kleine Upgrades. Man sieht ihm außen eigentlich das gar nicht an. Sieht alle relativ original aus, bis auf die Felgen jetzt. Diese Torque-Thrust-Style-Felgen, 17 Zoll, würde man eigentlich gar nicht sehen, dass da so viel verbaut ist. Elektronischer Verteiler, Wegfahrsperre, Fensterheber, alle vier elektrisch mit diesen Tippschaltern, Klappenauspuff, Edelstahl und so weiter, Einspritzanlage. Viele Sachen, die man hier überhaupt nicht erkennt oder gar nicht sieht auf dem ersten Blick eigentlich. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich durch, wa? Ja, dann kann er wieder los. Ich glaube, der kommt heute Abend noch den abholen. Vielleicht morgen, mal gucken. Kann er loslegen. Gibt noch genug Treffen dieses Jahr, wo er mit auftreten kann. Bis dahin, macht's gut. Euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Jerry's Lessigs. Ciao. Gehen hier nochmal Grüße raus an den Mustang-Fahrer. Frankie, du weißt Bescheid. Hoffe, du hast viel Spaß mit deinem Auto. Ja, sind ja schon ein paar Jahre, die du hier bei uns Kunde bist. Und ja, hoch und runter geht's immer. Und vielen Dank für dein Verständnis. Manchmal klemmt dir auch mal was. Ja? Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, bist du ganz zufrieden mit deinem Wagen. Und wir sind happy, du bist happy. Und viel Spaß mit deinem Auto. Mach's gut. Bis dann. Gute Fahrt. Ciao.